Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial für Train Driver 2. Wir schauen uns die EP07 an, wie man sie von kalt aufrüstet, wie man hier an den Zugverband ankoppelt und wie man sie grundlegend fährt. Wenn ihr kalt startet, startet ihr immer im Führerstand A. Das ist der, den wir jetzt hier gerade sehen. Aber zum Aufrüsten müssen wir in den Führerstand B. Dazu könnt ihr einerseits hier auf Cabin klicken oder ihr klickt da auf die Tür. Aber Achtung, das geht nur dann, wenn der Fahrtrichtungswender in der neutralen Position ist. So, hier im Führerstand B tun wir erst den Fahrtrichtungswender nach vorne und machen zu der linken Seite das Sicherungspanel auf. Sobald ich jetzt hier die Sicherung umschalte, geht hier gleich der ABS und SIFA-Alarm los. Ich weiß, das heißt nicht SIFA, aber ich nenne es SIFA. Und das könnt ihr dann mit der Leertaste bestätigen. Also zweimal. Das machen wir jetzt mal. So, perfekt. Fahrtrichtungswender wieder in die neutrale Position. Und wir gehen wieder in den Führerstand A. Okay. Jede Spannung ist da. Das ist sehr gut. Wir machen hier den Hauptschalter ein und tun beide Pantographen nach oben. Pantograph A, das ist der jetzt über uns, und Pantograph B, das ist der hinten. Wir werden natürlich dann wieder einen Pantographen nach unten machen. Und eines noch, wenn ihr übrigens länger mit einer Lok irgendwo steht, macht auch beide Pantographen nach oben, einfach um die punktuelle Belastung auf zwei Punkte aufzuteilen. Es passiert jetzt nichts Schlimmes, wenn ihr das nicht macht, aber wäre schöner unter Vorschrift, wenn ihr dann irgendwo stand habt, dass beide Pantographen oben sind. Okay, als nächstes werden wir hier mal den Traction Motor Overload zurücksetzen. Ein bisschen länger drücken. Dann hier der quasi der FI-Schalter zurücksetzen. Und den Fahrtrichtungssender nach vorne. Und tun den Hauptschalter, also beziehungsweise die Main Circuit Breaker einschalten. Was jetzt zum Beispiel bei mir nicht macht. Also nochmal zurücksetzen. Der Hauptschalter ist drin. Sehr gut. Wenn das hier grün ist, dann passt alles. Das nächste, was kommt, wir müssen hier den Transformer einschalten und natürlich den Kompressor für die Bremse. Ihr müsst dabei achten, der Transformer muss hier erstmal ein bisschen laufen, bevor ihr den Kompressor anmacht. Wenn ihr das gerade hintereinander reinschaltet, dann habt ihr da eine Überlast drin und euch haut es dann hier wieder den Hauptschalter raus. Ich mache das gerade mal falsch, damit ihr seht, wie das ist. Bam. Wir müssen jetzt beides wieder ausmachen und da ist auch das rote Lämpchen angegangen für die Überlast. Um das jetzt wieder zurückzusetzen, klickt man hier auf den Button. Dann ist es zurückgesetzt und können dann hier den Main Circuit Breaker, den Hauptschalter hier wieder einschalten und ist wieder gut. So, also, Transformer machen wir jetzt an. Warten einen kleinen Moment. Und jetzt können wir den Kompressor anmachen. Und da läuft er auch schon. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen jetzt hier warten, bis entsprechend Druck aufgebaut ist. Die Nadel muss über den roten Strich hier kommen und dann sind wir abfahrbereit. Währenddessen können wir schon mal das Rangiersignal machen. Wir gehen jetzt hier wieder in die neutrale Position. Nachdem wir dann in den anderen Führerstand reingehen werden, müssen wir vorne links das weiße Licht anmachen, weil quasi der Führerstand auf der linken Seite ist und wir sitzen links. Und im anderen Führerstand wäre es hier rechts, wenn wir hier auf der rechten Seite sind. Das können wir jetzt auch von außen kontrollieren. Das sieht gut aus. Und da sieht es auch gut aus. Perfekt. Können wir jetzt gerade in diesem Führerstand bleiben und warten, bis hier der Bremsdruck aufgebaut ist. A few moments later. So, das wäre jetzt der Fall. Wir sind bereit. Wir tun jetzt die Bremsen hier lösen mit dem grünen Button hier, ansonsten Keypad 6, also Numpad 6. Und das sieht sehr gut aus. Okay, damit man es natürlich nicht wegrollen, könnte man es hier mit der Lokbremse hier reinbremsen. Das wäre der Schalter hier. Und jetzt werden wir ankuppeln. Das machen wir aber ganz behutsam.
Wir gehen jetzt hier Fahrtrichtungswender nach vorne. Gehen in die erste Stufe rein. Und gerade wieder raus. Dass wir da wirklich ganz sanft an den Zugverband hier ankoppeln. So, da sind wir jetzt dran. Wir gehen jetzt wieder in die Stufe 1, dass wir die Lok gegen den Wagen drücken. Und während wir das machen, ziehen wir die Lokbremse an. Und nehmen die Leistung wieder weg. Damit wir hier schön dran sind. Warum bleiben wir hier nicht auf der Stufe 1? Das ist ganz einfach. Wir wollen da nicht hier die Widerstände überhitzen, dass wir eine Störung kriegen. Jetzt gehen wir nach draußen. Und können jetzt hier rangehen und linke Maustaste zum Kuppeln. Mehr muss man nicht machen. Wenn ich jetzt wieder draufklicke, dann wäre es quasi abkuppeln. Wir gehen wieder in den Führerstand. Und können einzig hier mal die Lokbremse lösen. Druck wird jetzt wieder aufgebaut. Und wir werden jetzt hier das Licht ausmachen. Damit das hier in der Mittelstellung ist. Wir gehen in den anderen Führerstand. Machen hier alle Lichter an. Das sind die weißen Lichter. Kontrollieren das von draußen. Sehr gut. So. Sauberkeitshalber, Pantograph A nach unten. Dass nur der hintere oben ist. Und das ist jetzt optional, aber ich mache das jedes Mal. Ich bremse einmal voll ein. Schau, dass das funktioniert. Das sieht gut aus. Und wieder lösen. So, wir werden jetzt die Lok wieder einbremsen, damit sie keinen Abflug macht. Das sieht gut aus und wir gehen jetzt am Ende des Zuges und kontrollieren, dass die Schlusslichter an sind. In der Regel setzt er die automatisch, aber ich werde es trotzdem jedes Mal kontrollieren. Und sie sehen an. Ansonsten hier mit der linken Maustaste können sie die an- und ausmachen. Das passt aber in diesem Fall. Sehr gut. Dann sind wir jetzt eigentlich bereit zur Abfahrt und gehen da auf ein paar Details ein. So, da habe ich mal ganz kurz das Szenario durchgestartet, weil ansonsten der Dummy-Dispatcher bei mir verrückt spielt. Wir fahren jetzt erstmal los und um hier loszufahren, müsst ihr zuerst in die allererste Fahrstufe rein. Ihr könnt es nicht von 0 gleich irgendwo in der Mitte rein, das geht nicht. Wir schalten auf Stufe 1. Wir haben Leistung und können jetzt weiter nach oben gehen. Dabei ist zu achten, wir haben hier am Anfang Widerstände, mit denen wir hier fahren. Und das, glaube ich, bis zu der Stellung hier unten. Kommen wir dann gleich hin. Und in dem Bereich solltet ihr so kurz wie möglich sein, damit ihr euch da die Widerstände nicht wegbrennt. Außerdem, ihr dürft nicht zu viel Leistung geben. Alles über 600 knallt euch die Sicherung. Ich mache das jetzt einfach mal. So, FI-Schalter ist jetzt gegangen und um das jetzt zurückzusetzen, kann ich entweder hier unten hinklicken oder hier. Das rote Lämpchen wieder weg. Ich gehe wieder auf die erste Stufe. So, und jetzt sind wir quasi offen und können hier mit dem Leistungsschalter spielen. Aber auch da achten, dass man hier nicht über 600 Ampere kommt. So, da la. Hier schauen wir, dass wir dann demnächst hier mal anhalten. Beziehungsweise, was ganz gut zum Simulieren ist, ich werde jetzt mal hier die SIFA nicht bestätigen,
und dann holen wir uns hier mal eine Zwangsbremse. Denn auch das wird vermutlich den einen oder anderen mal passieren. Na, wo ist der Alarm, wenn man ihn einmal braucht? Da ist er. Ist leider gleich laut. So, da hätten wir unsere Zwangsbremse. So, da. Um sich aus der wieder zu befreien, drückt man einfach hier Bremsen lösen oder Nummer 6. Und natürlich hier geht es jetzt auch nach unten. Wenn es das nicht tut, hier auf Release gehen und warten, bis es wieder komplett leer ist. So, da, sehr gut. Und wir gehen wieder Leistung. Schauen, dass wir so schnell wie möglich hier bei den Widerständen wieder draußen sind. So. Sehr gut. In den nächsten Fahrstufen wären es dann die seriellen Fahrstufen. Sind am Anfang A ebenfalls mit Widerstand, habt ihr mehr Leistung. Bleibt es da aber auch nicht so lange drin. Und schaut, dass ihr hier auf die letzte Stufe kommt, wo ihr dann wieder auf Zeit und dann hier, wenn ihr mit dem Leistungsschalter die Leistung hoch und runter schalten könnt. Und so wie das aussieht, wird das hier eine kurze Fahrt, nachdem der Dummy-Dispatcher heute nicht so wirklich Lust hat auf mich. Ist aber gar nicht so schlimm, denn wir halten da vorne an. Ja, und da habe ich mich jetzt ein bisschen verbremst. Ist aber egal. Ihr seht, wo das hingeht. Es waren jetzt einfach mal hier so die Basics von der EP07, wie man die grundsätzlich fährt. Das gleiche ist dann auch mit der EU und mit der ET41, glaube ich, heißt sie, die andere, ist die Bedienung grundsätzlich ähnlich. Und das waren jetzt erstmal nur die absoluten Grundlagen, damit ihr damit auf der Strecke düsen könnt. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare rein. Ansonsten auf unserem Discord-Server. Link kommt am Ende vom Video bzw. in der Videobeschreibung. Bis denn dann, das war's. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.